Ich bin Gunda Eriksen, ich komme von der Hallig Südfall, bin geboren auf Nordfranisch Moor, auf der Nachbarhallig sozusagen, und bin vor 11 Jahren mit meinem Mann auf Hallig Südfall gezogen. Also ich selber wohne seit 6 Jahren mit den Kindern. Wir haben 2 Hausstände, einmal auf Nordstrand und einmal auf Südfall. Wir kriegen von Mai bis Oktober Gäste, die kommen mit Kutschen rüber. 1,5 Stunden ungefähr haben wir am Tag Gäste. Dann ist aber die Hallig wieder komplett leer. Und ich bin Vogelwartin auf der Hallig, das heißt, ich bin beim Verein Jordsand angestellt als Vogelwartin. Und wenn die Gäste rüberkommen, erzähle ich auch noch ein bisschen was über das Halligleben, über die Vogelwelt. Und deswegen muss ich immer vor den Gästen da sein. Also ich reite mit dem Pferd vorher rüber, mache da meine Arbeit. Wir bewirten sie auch noch, das heißt, die kriegen noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und dann, wenn die Kutschen nachher weg sind, räume ich noch ein bisschen auf. Und dann setze ich mich wieder aufs Pferd und reite wieder zurück. Seitdem nennt man mich auch die blonde Schimmelreiterin. Erstens muss man ein Pferd unter Kontrolle halten können. Das heißt, Pferde kennen diese Weite natürlich auch nicht, wie viele Menschen auch nicht kennen. Und wenn die dann erstmal im Galopp sind, dann können einige Pferde auch nicht mehr anhalten. Also viele Pferde gehen da auch gern mal durch. Seit ein paar Jahren ist es auch so, dass man hier auch mit eigenem Pferd ins Watt rein kann. Man darf bloß nicht auf die Hallig rauf bei uns, weil die Hallig Naturschutzgebiet ist. Da darf ja auch keiner zu Fuß einfach rauf. Da werden ja immer nur geführte Gruppen raufgeführt oder eben mit der Kutsche. Und das heißt, die können bis kurz vor der Hallig können sie reiten und dann müssen sie wieder umdrehen. Aber es ist natürlich ein Erlebnis für Pferd und Reiter. Und das Schöne ist, es ist unheimlich gesund für die Pferde.